Nun noch einmal herzlich willkommen zu unserem Ausblick auf die Finanzmärkte. Ich übergebe an Stefan Schrader für den Investitionsbeirat als ersten Moderator. Ja, vielen Dank, Michaela, für die Anmoderation. Nochmal der Appell, wie immer, nutzen Sie das Chatfeld. Wenn Sie also schon was mitgebracht haben, jetzt ist der Zeitpunkt oder heute Abend der Zeitpunkt, wo Sie die Fragen an den Investitionsbeirat stellen können. Der Beirat besteht ja aus 7 Personen. Diese beiden Kollegen, die heute dabei sind, den Herrn Klotz haben Sie letztes Mal schon kennengelernt. Der Herr Deil ist heute dabei mit dem Spezialthema Gold und Goldminen. Wir gehen gerne auf die Fragen, die Sie mitgebracht haben, ein. Im Kern geht es ja wie immer darum, so dieses Big Picture zu beleuchten, also das große Ganze. Und das machen wir einmal im Quartal, inzwischen seit 13 Jahren. Dieses aktuell 7-köpfige Gremium zerbricht sich da quasi ihrer aller Kopf mit für ihre Investments. Zuletzt haben wir das vor einer Woche gemacht, Lockdown-bedingt über eine digitale Sitzung. Haben wir zu sieben den ganzen Tag getagt. Heute kriegen Sie im Grunde genommen so das Abstrakt unserer Erkenntnisse und Einschätzung für den Ausblick mitgeteilt. Wir starten mit einem Rückblick, den wir bis auf Weiteres auf jeden Fall versuchen, sehr viel kürzer zu machen, als Sie es teilweise seit 13 Jahren kennen, weil wir dieses Jahr 14-tägige Corona-Updates haben seit dem 27. Februar und wir davon ausgehen, dass die Menschen, die sich auch an der Situationsanalyse erfreuen, wahrscheinlich diese 14-tägigen Updates nutzen. Das heißt, wir gucken kurz auf den Rückblick, also faktisch einfach, wo stehen wir dieses Jahr, konzentrieren uns dann aber mehr auf den Blick nach vorne, weil man kann ja jetzt übertragen auf ihre Investments, vergangene Performance eh nicht ändern, egal wie man sie analysiert, sondern entscheidend ist ja, die richtigen und guten Entscheidungen nach vorne zu treffen. Wir starten heute kurz mit dieser Folie, wo Sie eine Übersicht der Währungswechselkursentwicklung sehen. Und Sie lesen das bitte so. Ich mache mal kurz hier Zeichnung an. Also hier diese linke Spalte ist der aktuelle Tageskurs vom letzten Freitag im Währungswechselkurs. Wenn wir jetzt die obere Zeile nehmen, eben der US-Dollar zum Euro. Und diese Spalte hier ist die zweite, auf die Sie bitte Ihr Hauptaugenmerk legen. Das ist nämlich der Währungswechselkurs am Jahresanfang. Und ich habe diese Folie auch zum Einstieg genommen, weil gerade für Investoren die Währungswechselkursentwicklung Euro-Dollar natürlich eine große Rolle spielt. Und hier sehen Sie, wir sind ins Jahr gegangen mit 1,12 und jetzt sind wir bei 1,19. Also über einen dicken Daumen 6% Unterschied. Das heißt, der Dollar hat im Jahresverlauf 6% zum Euro verloren. Das erwähne ich am Anfang A, Statusmitteilung B, aber auch, das ist immer bitte im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich Aktienkursentwicklung zum Beispiel anschaut, dass Sie als europäische Investoren geistig immer diese 6% einer dieses Jahr zumindest positiven Wertentwicklung in den USA, dass Sie die geistig bitte abziehen, weil sie natürlich in Euro ihre Gewinne realisieren. Auf die anderen Währungswechselkurse gehen wir im Detail nicht drauf ein. Letztendlich ist der Euro im Verhältnis zu den meisten Währungen dieses Jahr ziemlich stark. So, hier ist eine Übersicht der ja etliche Aktienmärkte aus diesem Jahr. Keine Sorge, die gehen wir nicht komplett durch. Ich habe da einige Sachen für Sie rausgesucht und wenn Sie jetzt diesen roten Umkreisungen bitte folgen, dann werden Sie auch sehen, worauf ich aufmerksam machen möchte. Sie werden irgendwie, eben gerade musste ich schmunzeln, weil Frau Flug in der Anmoderation sagte, im Laufe des Abends, da habe ich kurz gelächelt und gedacht, naja, alle haben sich auf 3 Stunden eingestellt. Also Sie werden aber sicherlich mal in einer Stunde, ist meine These, wenn Sie zurückschauen, erkennen, dass auch für die Zukunft beim Investieren diese sehr heterogene Entwicklung der verschiedenen Anlagekategorien und auch innerhalb der Anlagekategorien, zum Beispiel bei Aktien der unterschiedlichen Märkte oder auch Branchen, dass das eine ganz wichtige Sache ist, damit richtig umzugehen für die Zukunft, weil dieses Jahr eben geprägt ist von sehr, sehr unterschiedlichen Verläufen, also ganz anders als letztes oder vorletztes Jahr zum Beispiel, wo alles recht gleichförmig lief, 2018. 18 gleichförmig nach unten, 2019 gleichförmig nach oben, haben wir dieses Jahr riesige Unterschiede in den Entwicklungen. Und bei den Aktienmärkten habe ich es Ihnen hier mal so hervorgehoben. Sie haben eben Regionen wie zum Beispiel den chinesischen Aktienmarkt mit plus 29% jetzt im
im roten Kreis zu sehen, also eine Region, die insgesamt sehr stark profitiert hat. Und dann haben Sie eine Region wie Europa. Ich habe hier mehrere europäische Märkte für Sie eingekreist. Schauen Sie mal als erstes nach ganz oben, MSCI Europe. Das ist eben dann der gesamteuropäische Aktienmarkt mit minus 9,8%, also deutlich im Verlust. Und wenn Sie das eben nochmal im Vergleich zu China sehen, eben 40% Unterschied fast. Also da gab es sehr heterogene Entwicklungen. Und innerhalb des Kreises weiter unten sehen Sie das IBEX, das ist Spanien, oder eben auch der CAC 40, das ist Frankreich, deutlich größere Verluste auch noch erzielt haben, als wir zum Beispiel mit dem DAX in Deutschland. Was ich jetzt hier nicht gehighlightet habe, aber was Sie bitte einmal ganz kurz machen, ist eine Spalte nach links gehen, ja, weil diese Übersicht ist von gestern Morgen. Und bei all diesen Betrachtungen halten Sie sich bitte auch das vor Augen, was Sie hier auf einen Blick sofort sehen. Wir haben in der letzten Woche eine gigantisch starke Börsenentwicklung überall auf der Welt gehabt, ne? Also halten Sie sich das bitte auch vor Augen. Die gleiche Folie eine Woche vorher hätten wir eben in Europa minus 16% gehabt und so weiter, ja. Weil Sie die 6,9 zum Beispiel beim MSCI Europe aus der letzten Woche natürlich erst in der letzten Woche gemacht haben. Ja, also eine sehr heterogene Entwicklung und das Gleiche gilt auch für Branchen im Energiesektor, 42% minus seit Jahresanfang und im Technologiesektor großer Gewinner dieses Jahr über 30% plus. Also es gibt da auch eine sehr, sehr, sehr unterschiedliche Entwicklung und für gutes Investieren in der Zukunft wird entscheidend sein, dass man damit clever und smart umzugehen weiß. Insgesamt ist es so, wenn Sie hier den MSCI AC World sehen, das ist quasi ein Index, der die Gesamtweltaktien abbildet, dann liegen wir da per Freitag Schlusskurse mit 6% im Plus. Hier bitte einmal den Blick nach links werfen, auch da wieder bitte einen Blick haben, der ist letzte Woche in einer Woche 6,9% gestiegen, also gleiche Präsentation eine Woche früher. Rote Vorzeichen und auch da bitte bedenken, wir haben fast 60% der Aktien dieses Index haben wir in den USA konzentriert. Das heißt, auf diese 60% Indexbestandteil hätten Sie jetzt auch diese 6% Währungswechselkursverluste noch einzubauen als Euro-Investoren. Aber das nur erwähnt zur Vervollständigung. Also insgesamt sind wir jetzt sehr, sehr unterschiedlich verlaufen durchs Jahr, je nach Aktienmarkt, in dem man investiert war. Und das ist auch, was den Aktienmarkt angeht, schon der Abschluss der Rückschau seit Jahresanfang. An der Stelle jetzt begrüße ich nochmal den Dr. Stefan Klotz, einen Kollegen aus dem Investitionsbeirat und der geschätzten Berufskollegen. Und beim letzten Mal habe ich ihn etwas umfangreicher vorgestellt. Das lassen wir heute weg, weil wir ein bisschen schneller sein wollen. Ich übergebe jetzt an den Herrn Klotz, der auch Rentenfondsmanager ist für das Thema Anleihen. Du hast das Wort, Stefan. Ja, vielen Dank, Stefan, und schönen guten Abend in die Runde auch von mir. Starten wir gleich durch. Wir haben also hier von den wichtigsten globalen Märkten die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen. Das wäre dann also diese Spalte hier. Was kann man daraus sehen? Also erstmal, es sind überall eine Null vorm Komma, außer bei den Schwellenländern. Also für sichere Anlagen gibt es keine Rendite. Und Deutschland sticht eben besonders negativ hervor mit einem Minuszeichen. Also selbst Japan, was wir ja schon inzwischen notorisch seit bald 2 Jahrzehnten als Niedrigzinsland kennen, das haben wir längst nach unten überholt. Und was sich in diesem Jahr getan hat, sehen wir in dieser Spalte, dass es in Basispunkten, also zum Beispiel Deutschland ging in das Jahr mit einer Rendite von minus 0,19% und inzwischen ist es eben nochmal um 0,42 Prozentpunkte niedriger. Was fällt auf? Also dass die Rendite in den USA besonders stark gerutscht ist, allerdings eben auch von einem höheren Niveau. Das sind wir immerhin ja noch mit einer Verzinsung von plus 2% etwa ins Jahr gegangen. Es ist an sich keine ungewöhnliche Entwicklung. Wir haben ein Jahr der Wirtschaftskrise, dass da die sicheren Anlagen im Kurs steigen und damit die Renditen zurückgehen. Das ist eigentlich so das Übliche. Was man aber auch sieht, ist, dass die Unterschiede hier im Niveau sind
fundamental sehr, sehr schwierig zu erklären. Da müsste man sich schon ziemlich verbiegen. Das erspare ich Ihnen jetzt zur abendlichen Stunde. Letztlich, was da dahinter steht, ist die unterschiedliche Aggressivität der Notenbanken und eben die EZB ist ganz besonders aggressiv unterwegs. Und das war hier nochmal die gleiche Folie. Das, hier sieht man zunächst mal nochmal das, das ganze Elend an der 10-jährigen Bundesanleihe über die letzten knapp 3 Jahre hinweg. Eben hier die Nulllinie eingezeichnet. Moment, ich muss mal auf den Pointer umschalten, sonst sehen Sie das, glaube ich, nicht. Also hier diese gestrichelte Linie, das sind eben die, ist die 0% Renditelinie und da sind wir eben im Frühling 2019 runtergerutscht und seitdem eben trotz mancher Anläufe ist es auch nicht mehr positiv geworden. Die Rendite, was wir hier sehen, ist die Verwerfung im März, als es eben in den, die Corona-Krise so richtig ausbrach. Und wenn Ihr Monitor groß genug ist, sehen Sie hier vielleicht am rechten Rand so einen Spike nach oben. Das ist der Sprung von gestern. Wir sind nämlich gestern immerhin von 0,61 auf minus 0,51 gesprungen, als die Bekanntgabe war, dass der seinen Durchbruch gibt beim Impfstoff. Das haben Sie ja sicher verfolgt. Heute ging es übrigens noch mal weiter. Also inzwischen sind wir bei ungefähr minus 0,45. Das ist im absoluten Niveau natürlich immer noch nicht beglückend. Aber also man sieht, dass doch fundamentale Nachrichten diesen Markt noch erreichen und dass da etwas an Risikoscheue wieder ausgepreist wird. Ja, innerhalb der Eurozone haben die deutschen Anleihen schon die niedrigsten Renditen. Deswegen wird eben üblicherweise dargestellt, um wie viel rentieren denn die Anleihen anderer Länder höher als die deutschen. Wir haben eben hier die französische Anleihe, ja, bin immer noch auf dem Pointer, also hier die französische Anleihe, die mal ungefähr nur so 0,3% höher rentiert. Hier Spanien und ganz oben Italien. Und was, worauf ich vor allen Dingen hinweisen möchte, ist, dass das Aufflammen von Sorgen, dass die Eurozone vielleicht auseinanderbrechen könnte, dass man die Verschuldung Italiens nicht mehr einbremsen kann, die ist jetzt zwar noch mal kurz hochgekommen in diesem Jahr, als wir eben die Corona-Krise hatten, aber durch die Einigung auf europäischer Ebene, also dass man eben sich darauf verständigt hat, gemeinsame Anleihen auszugeben. Das haben die Märkte als ein Signal verstanden, dass eben die Staaten der Eurozone zusammenstehen. Und jetzt, wenn man mal guckt, das aktuelle Zinsdifferenz zwischen deutschen und spanischen oder italienischen Anleihen ist eben so niedrig, wie die letzten Jahre also kaum mal noch unterboten wurde. Vor allem muss man eben auch bedenken, das, was das im absoluten Niveau bedeutet. Also das heißt, dass eine 10-jährige italienische Staatsanleihe wirft jetzt auch nur noch weniger als 1% Rendite ab und damit ungefähr das, was ein US Treasury Bond abwirft. Und eine spanische 10-jährige Anleihe tanzt um die Nulllinie. Also wenn man der selbst Spanien, was ja jetzt nun nicht der verlässlichste aller Schuldner ist, 10 Jahre Geld leiht, kriegt man dafür noch nicht mal Rendite. Also damit ist im Grunde klar, was wir an dieser Stelle sagen wollen, dieses ganze Problem, dass man für sichere Anlagen oder für ziemlich sichere Anlagen keine Renditen mehr bekommt. Das hat sich in diesem Jahr nochmal eben massiv verschärft. Aber, jetzt bringe ich nochmal ganz kurz auf die Folie zurück, wer im Anleihenfonds unterwegs ist, der sieht es momentan eben gar nicht, weil diese Zinsrückgänge hier eben mit Kursgewinnen einhergehen. Ja, also man hat zum Beispiel mit 10-jährigen Bundesanleihen dieses Jahr dann eben doch im Kurs für ungefähr 4% gewonnen. Und damit sieht es so unterm Strich alles immer noch ganz nett aus. Aber das Potenzial für die nächsten Jahre, das ist natürlich verheerend. So, und es gab dann noch eine wichtige Nachricht, die kam zwar schon im August, ist aber so im Getümmel ein bisschen untergegangen. Die Federal Reserve Bank, also die Notenbank der USA, hat ihre Politik geändert. Und zwar, denke ich, das Entscheidende sind zwei Wörter, nämlich im Durchschnitt. Das, was wollen Sie damit sagen? Also es geht um die Art und Weise, was für Größen Sie anschauen wollen, wenn Sie Ihr Zinsniveau festlegen. Und bisher war es eben so, dass neben der Arbeitslosenquote, was eben so als Proxy für die wirtschaftliche Situation genommen wird, bisher immer nur es nur noch eine weitere Größe gab, nämlich die Inflationsrate. Das eben
das, woran wir ja auch als Europäer klassischerweise denken, dass eben die Geldpolitik dafür sorgen soll, dass die Inflation nicht aus den Fugen gerät. Und die Inflationsrate ist ab jetzt eben nur noch eine unter mehreren Größen, die zur Beurteilung herangezogen wird. Also die FED nimmt sich die Freiheit, so kosmoglobal mal auf alles zu gucken, was sie für wichtig halten. Und selbst die Inflationsrate nehmen sie nicht mehr so, das ist der Punkt 2, so wie man das annehmen möchte, dass so wie man halt beim Auto auf den Tacho schaut und guckt, wie schnell man fährt, und wenn dann eben die Inflationsrate steigt, dann würde man dann versuchen, auf die Bremse zu treten. Aber das wollen sie eben ausdrücklich nun nicht mehr tun, sondern sie schauen sich die Inflationsrate nun im Durchschnitt von, Achtung, 10 Jahren an. Was heißt das? Wenn wir jetzt also eine Inflation haben, 3 Jahre lang von 0%, dann kann die Inflation ohne weiteres auch mal ein paar Jahre bei 5% sein, weil im Durchschnitt sind wir dann ungefähr bei den 2%, was sie so als Zielgröße haben. Ja, also das muss man sich mal so richtig sacken lassen. Was das bedeutet, also die FED hat sich da quasi den Freifahrtschein gegeben, alles machen zu können, was sie wollen. Was bedeutet das für die Anleihen? Wir dürfen oder müssen damit rechnen, dass die Geldpolitik von den USA, und das ist nach wie vor ja dann der wichtigste Taktgeber für den Weltmarkt, dass die Geldpolitik noch über viele Jahre hinweg sehr, sehr, sehr mit sehr laxer Hand dann durchgezogen wird, sodass es also ein Anziehen der Zügel von Seiten der Geldpolitik nicht erwartet werden darf. Und damit müssen wir damit rechnen, dass grundsätzlich zumindest die realen Zinsen weiterhin sehr niedrig bzw. eben unter Null bleiben. Ja, also damit, es kann zwar sein, dass die Inflationsrate anzieht, aber wir dürfen nicht damit rechnen, dass die Zinsen für sichere Staatsanleihen über die Inflationsrate kommen, so was die nächsten Jahre angeht. Damit es jetzt nicht zu trist wird, habe ich noch eine gute Nachricht, zumindest für jemanden wie mich, der sich sehr für nachhaltige Geldanlagen interessiert, ist das eine gute Nachricht. Wir haben in den letzten Monaten sowohl vom deutschen Staat wie auch von der Europäischen Union zwei Meilensteine gesehen. Deutschland, die Bundesrepublik, hat ihren ersten Green Bond emittiert, war auch ein durchschlagender Erfolg, und man hat eben schon angekündigt, dass man das nicht bei einem belassen wird, sondern dass man so, wie es eben viele Bundesanleihen über die verschiedenen Laufzeiten hinweg gibt, dass man dann eben parallel zu den bestehenden Bundesanleihen eben auch jeweils passende Green Bonds emittieren wird. Das ist vor ein paar Tagen jetzt auch nachgezogen mit dem zweiten. Also da sieht man eben, dass die Möglichkeit, ökologisch gebunden Gelder anzulegen, da jetzt von der Bundesrepublik sehr deutlich unterstützt wird. Und die Anleger nehmen das sehr, sehr gerne an. Und fast noch erfolgreicher war die Emission der Europäischen Union vor 2-3 Wochen. Das war eben jetzt, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, der Beschluss aus dem Sommer, gemeinsame Anleihen auszugeben unter dem Dach der Europäischen Union. Das hat man getan mit einem Social Bond. Man finanziert damit teilweise die Arbeitsplatzsicherungen, die jetzt eben in dem Corona-Folgenbekämpfungstopf dann eben beschlossen wurden. Und hier wurde jetzt wirklich nicht gekleckert, sondern mit meinem Nachnamen darf ich das sagen, geklotzt. Es wurde aufgelegt 17 Milliarden, was schon eine Hausnummer ist. Das ist mehr als die übliche Bundesanleihe, aber das war mehr als 10-fach überzeichnet. Man hätte 233 Milliarden Euro einsammeln können. 17 wollte man. Also man, falls immer jemand behauptet haben sollte, der Markt braucht keine Anleihen der Europäischen Union. Also die Investoren haben ganz klar gesagt, was sie da wollen. Social Bond ist eine gute Sache und Anleihen von Europäischer Union noch mehr. Also wir können davon ausgehen, dass wir eben einen neuen Spieler da am Markt sehen, weil die Europäische Union jetzt noch viel mehr Anleihen ausgeben wird. Was das so grundsätzlich für die ganze Verschuldungsthematik angeht, lassen wir jetzt mal außen vor. Für die Investoren heißt es zumindest, dass, wenn man sein Geld zu Nullzinsen anlegen will, kriegt man jede Menge Gelegenheit. Und mit diesem augenzwinkernden Mitteilung übergebe ich zurück an Stefan Schrader. Alles klar. Vielen Dank. Jetzt schauen wir an, was sind die wesentlichen Treiber und auch ein Stück weit mit dem Ausblick. Das haben wir jetzt nicht so ganz scharf abgegrenzt, weil das nicht zweckmäßig ist. Und ein Fokus wird dabei darauf
liegen, dass wir eben durch entsprechende Grafiken visualisieren, wo ja Chancen liegen. Also Chancen sind ja in der Art, wie der Investitionsbeirat arbeitet, also kurz- und mittelfristig, ich gehe nochmal kurz auf die Trendfolie, kurz- und mittelfristig, wenn im Grunde genommen Preise und Werte von Anlagekategorien sich auseinander bewegen, also sprich der Markt kurzfristig durch welche Motive auch immer bereit ist, mehr zu zahlen, als es tatsächlich wert zu sein scheint oder weniger bereit ist zu zahlen, als es wert zu sein scheint, dann ist es immer gut als Finanzinvestor, wenn man das identifiziert, und darauf konzentrieren wir uns ja im Investitionsbeirat. Weil wir davon ausgehen, dass es eben eine Angleichung zwischen Werten und Preisen gibt. Und dann hat man eine Chance, Geld zu verdienen. Und die Grafiken, die wir mitgebracht haben, die zielen heute vor allem darauf ab, diese unterschiedlichen Entwicklungen und teilweise auch Fehlbewertungen, wie wir sie sehen, zu visualisieren, weil die Chancen natürlich darin liegen, dass man auf eine Angleichung von Werten und Preisen setzt. Hier sehen Sie jetzt als erstes mal den Verlauf der unterschiedlichen Gewinnprognosen im Jahresverlauf, also jetzt in unserem 2020-Jahr, was ja ganz wesentlich von Corona geprägt ist. Und hier sehen Sie am Anfang sehen Sie hier eben die, erwarteten Gewinnsteigerungen, dann dieser starke Einbruch, auch letztendlich quer durch die verschiedenen Regionen und auch durch verschiedene Anlagekategorien. Hier ist ja Japan, Eurozone, Großbritannien so als übergeordnete Region, wo Sie auch sehen, dass nach den Rückgängen der Gewinnerwartungen, das war nicht so geplant, letztendlich da im Jahresverlauf bisher auch nicht so viel wieder sich die Gewinnerwartungen erhöht haben. Und was hier extra dargestellt ist, ist einmal in den USA der sogenannte Growth-Bereich. Also es ist nicht Technologie 1:1, aber das, was viele damit verknüpfen, wo es eben auch deutliche Steigerungen in den Erwartungen der Gewinne wieder gegeben hat. Und in diesem Value-Bereich, also eher die substanzorientierten Aktien, wo die Gewinnerwartungen schon gestiegen sind, aber eben nicht im vergleichbaren Umfang. So, jetzt dazu im Vergleich, und das ist eigentlich die Kernaussage, die tatsächlichen Aktienmarktkursentwicklung im Jahresverlauf. Man sieht eben hier in der unteren Gruppe schon eine Erholung, die aber unschwer zu erkennen noch unter dem Niveau vom Jahresanfang ist. Und was wirklich für den Abstand größten Teil der Aktienmärkte global gilt. Ja, da habe ich, also hauptsächlich ja ich, also haben auch teilweise andere mitgemacht in den 14-tägigen Corona-Updates, aber da habe hauptsächlich ich ja oft drüber informiert, dass es wirklich eine sehr konzentrierte Rallye im Aktienmarkt ist, vor allem im Bereich von Wachstumstiteln und da speziell in den USA Technologietitel. Und dass ganz, ganz viele Titel noch unter Wasser sind seit Jahresanfang. Und was man hier aber sieht, auf den ersten Blick, wenn Sie mal gucken, die im Growth-Bereich, das sollte eine gerade Linie sein, sind wir jetzt ungefähr in den Gewinnerwartungen da, wie wir ins Jahr gestartet sind. Wenn Sie die Aktienkurse sehen, sieht man unschwer, dass wir deutlich liegen. Die sind also ordentlich vorgelaufen. So, also das ist eine Aussage. Die sind im Gegensatz zu den anderen Märkten deutlich vorgelaufen. Jetzt im Blick auf die Schwellenländer. Bei den Schwellenländern ist es so, wenn Sie da ein Gradmesser für die generelle Entwicklung nehmen, dann ist es die Leistungsbilanz. Auch hier wieder Konzentration nicht auf Volkswirtschaftsnachhilfe, sondern nur auf die Grafik. Umso mehr der Strich hochgeht, ja, desto besser. Das genügt im Grunde genommen. Und hier sieht man, kurz unterbrochen, auch durch Corona, aber geht die Entwicklung in den Schwellenländern in die richtige Richtung seit 2013. Was ein Gradmesser ist im Wettbewerb von Regionen oder Ländern, das sind eben die Währungswechselkurse. Ja? Das heißt, also Währungswechselkurse bringen ja im Grunde genommen zum Ausdruck oftmals, wie attraktiv werden die Währungen gesehen von Investoren im Vergleich, im Wettbewerb, und auch vor allem, wo fließen Investitionen tatsächlich hin? Weil wenn Sie in eine Region investieren wollen, dann haben Sie ja für sehr, sehr viele Anlagekategorien vorher Ihre eigene Währung zu tauschen gegen die Währung, in der Sie investieren wollen vor Ort. Und dadurch entstehen ja Währungswechselkurse. Ja? Also wenn Sie viel in eine Region rein investieren und aus einer anderen Region raus,
Denn ist da, wo das Geld abfließt, wird die Währung im Vergleich schwächer, logischerweise, weil man tauscht. So, und hier sehen Sie jetzt in dieser Grafik, wie pauschal gesehen über die Schwellenländer die Währungswechselkursentwicklung zum US-Dollar ist. Und hier gilt, umso weiter die Linie nach unten geht, desto schwächer sind die Schwellenländer. Ja, also ich gehe nochmal zurück. Sie sehen hier, substanziell werden Schwellenländer stärker. Ja, die Währungswechselkurse haben aber von einer Überbewertung von vor 10 Jahren inzwischen eine über 30-prozentige Unterbewertung im Vergleich zum US-Dollar entwickelt im historischen Kontext. Ja, das hier wäre der Durchschnitt. So, also auch hier eine Bewegung, die logisch eigentlich nicht so leicht zu erklären ist, die aber dadurch kommt, dass Investoren dieses Jahr sich besonders auf Lieblingsthemen konzentriert haben. Ja, also viel Geld ist zum Beispiel in den USA, also einfach von der absoluten Menge des Geldes, das investiert wird. Und dann zieht eben ein US-Investor, wenn er unsicher wird, zieht er eben Gelder aus Regionen ab, die weiter weg sind, die exotischer wirken oder die weniger, sag ich mal, kontrolliert werden können. Und es führt dann dazu, dass aus Schwellenländern Gelder abgezogen werden, obwohl diese vielleicht substanziell a, stark durch die Krise gehen und b, auch bessere Aussichten haben. Also man hat hier wirklich in diesem Beispiel wirklich eine gegenläufige Entwicklung sogar, obwohl die Substanzdaten besser werden. Eine andere Grafik, die diesen Punkt, es gibt dieses Jahr besonders starke Lieblingsthemen gut visualisiert, ist die Darstellung der weltweiten Aktienmarktindizes, einmal mit Schwerpunkt auf Growth, also Wachstumsaktien, und einmal auf diese Substanzaktien, ja, also im englischen Fachbegriff Value. Und hier ist es so, dass die Growth-Aktien jetzt seit über 10 Jahren im Grunde genommen eine Mehr-Performance erzielen zu den Value-Aktien. Das ist ein Stück weit auch okay, weil die natürlich, ne, sie wachsen schneller, haben eine andere Gewinndynamik, und das ist okay. Was man hier aber sehr, 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 sehr deutlich sieht, finde ich, ist, ne, wir sind in den Bewertungsniveaus sehr weit auseinandergelaufen. Das heißt, dieses Lieblingsthema auf diese Growth-Aktien, Wachstumsunternehmen, ganz viel eben in der Technologie, hat dieses Jahr für dieses Segment extrem die Kurse getrieben und für einen Bewertungsunterschied gesorgt. Schauen Sie bitte mal auf die linke Seite. Das hier ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ja, also wie viel Jahresgewinne zahlt man im Voraus, um sich zu beteiligen? Und Sie zahlen, wenn Sie den MSCI World Growth Index kaufen würden, zahlen Sie im Moment fast doppelt so viel oder ungefähr doppelt so viel, wie wenn Sie in den Value Index investieren. Und halten Sie sich da immer vor Augen, ne? Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis heißt, es werden Gewinne gemacht. Es geht hier also sehr viel darum, was Anleger im Moment einfach subjektiv favorisieren. Und das sind eben Wachstumsgeschichten und ein ganz, ganz starker Antrieb im Bereich Technologie. Ja, also das sind ganz starke Treiber und auch für die Zukunft Chancen. An der Stelle übergebe ich zurück an den Kollegen Dr. Klotz, der jetzt einige weitere Treiber für Sie erläutert. Stellen Sie ruhig Fragen. Wir haben noch nicht so viele Fragen im Chatfeld, obwohl wir rekord viele Teilnehmer haben. Ich freue mich, wenn dann noch was ins Chatfeld kommt. Ja, danke, Stefan. Wir können jetzt auf der konjunkturellen Seite das auch nochmal unterfüttern, was sich ja schon als rote Faden durch den Abend zieht, nämlich auseinanderlaufende Entwicklungen in verschiedenen Regionen und bei verschiedenen Themenfeldern. Wir steigen mal ein mit etwas, was Sie sicher kennen, nämlich dem IFO-Geschäftsklima-Index. Was Sie normalerweise in den üblichen Medien hören, das ist diese rote Linie, das IFO-Geschäftsklima. Die setzt sich aber zusammen eben aus zwei Teilfragen, nämlich der Beurteilung der aktuellen Lage und den Erwartungen. Und die Geschäftserwartungen, das ist immer eine Größe, die Rückschlüsse auf die Entwicklung der Aktienmärkte zulässt und insbesondere aber natürlich auch für die konjunkturelle Entwicklung. Und was wir eben hier zunächst mal sehen, erste Beobachtung: ab einem Höhepunkt in 2017 tropfte es für Deutschland schon die Geschäftserwartungen immer weiter ab bis Anfang des Jahres und dann eben durch Corona wirklich der satte Einbruch. Dann das, worauf immer alle Ökonomen dann hoffen in solchen Lagen, nämlich die V-förmige Erholung, die ging sogar ziemlich dynamisch. Aber jetzt eben im Oktober gehen die Erwartungen schon wieder zurück. Und das ist ja lange, bevor
die Wirtschaft in Deutschland jetzt wirklich wieder auf dem Niveau wäre, was wir vor Corona gesehen haben. Und Bemerkung am Rande, heute kam der ZEW-Konjunkturindikator, der zusammen mit dem IFO der zu den beiden bekanntesten in diesem Land gehört, und der ist heute sogar noch mal deutlicher zurückgefallen, als wir es hier bei dem IFO sehen. Also erste Beobachtung, es gibt in Deutschland bei den Geschäftsleuten wie auch an den Finanzmärkten noch eine ganz heftige Befürchtung, dass die Erholung nach Corona nicht so stark ausfällt, oder jetzt während der Corona-Krise muss man ja noch sagen, denn trotz Impfstoff hält sie ja noch weiter an, dass also die Erholung gar nicht so weiter vorangeht, wie man das jetzt sich im Spätsommer noch erhofft hat. Was sind da die Gründe dafür? Man hat sicher jetzt auf einige Punkte geguckt, die vielleicht dann noch nicht ganz so schlimm sich entwickelt haben, wie befürchtet. Aber man muss eben auch sagen, dass die vielen Milliarden, die Firmen wie Lufthansa oder TUI bekommen haben, ja nicht heißen, dass diese Firmen eine Bestandsgarantie hätten. Also wenn eben eine Lufthansa bis in 2021 hinein den Flugbetrieb nicht hochfahren kann, dann sind einfach mal die 9 Milliarden weg und Lufthansa braucht vielleicht noch mehr. Und das heißt also, dass die Struktur so erhalten bleibt und dass wir alles an Subventionen schon ausgegeben haben, was Corona braucht, das ist noch lange nicht gesagt. Punkt 2, etwas, was man so direkt nicht sieht, weil die wenigsten Künstler an der Börse notiert sind, es bricht eine der beschäftigungsintensivsten Branchen des Landes weg. Und das gilt natürlich nicht nur in Deutschland so, aber eben auch in Deutschland. Und das ist etwas, was man natürlich nur sehr schleichend und langfristig sieht, weil eben einfach ein Teil von Nachfrage ausfällt, wenn Millionen von entweder Angestellten oder Solo-Selbstständigen massive Einkommensverluste haben bis hin zur Privatinsolvenz, dann schlägt es letztlich ja auf alle Branchen durch und zieht einfach die Dynamik des Wirtschaftslebens nach unten. Punkt 3. Was eigentlich besonders blöd ist für alle, die die Wirtschaft betrachten, man kann das im Moment eigentlich gar nicht auf seinem Monitor so richtig sehen. Es gibt ja Regelungen, die darauf hinauslaufen, dass die Pflicht zur Insolvenzanmeldung mehr oder weniger aufgehoben ist. Das heißt, bei wie vielen Firmen es schlecht aussieht, das weiß man eigentlich gar nicht so richtig. Und fast noch ein bisschen schlimmer vielleicht sogar, dass auch Geschäftspartner von Unternehmen nicht so richtig wissen, dass man vielleicht dem der ein oder anderen Adresse gar nicht mehr liefern sollte, weil die gar nicht mehr zahlen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Genauso wie sich eben ein Tsunami im Meer entwickelt unter der Oberfläche und dann plötzlich sich eben zu einem hohen Wellenberg aufbaut, wenn er an Land kommt, so was Ähnliches müssen wir für 2021 befürchten, wenn die Regelungen für Insolvenzmeldungen wieder auf normal geändert werden. Und nicht zu vergessen, man vor lauter Corona und US-Wahl hat man das ein bisschen vergessen. Also der Brexit droht uns immer noch, beziehungsweise jetzt eben tatsächlich dann nochmal die Konsequenzen dieses ja schon erfolgten Schrittes. Der Handelskonflikt, der globale, der wird sich durch den Wahlsieg von Joe Biden, von dem wir ja ausgehen dürfen, nicht in Luft auflösen. Es könnte sogar für Deutschland noch schlimmer kommen, wenn jetzt eben ein Joe Biden, der auch wieder nicht nur über uns, sondern mit uns spricht, dass der uns sagt, dass er erwartet, dass wir klar gegen China Stellung beziehen. Und das momentan ist es tatsächlich ja so, dass vor allen Dingen China in einigen Branchen wie der Luftfahrt überhaupt noch dafür sorgt, dass die deutschen Firmen was zu tun haben. Also das sind alles Gründe, weswegen eben es einen nicht überraschen kann, wenn da wieder ein mehr Pessimismus zu sehen ist in den Umfragen. Allerdings, Pessimismus ist nicht das Einzige, was wir sehen. Wenn wir mal in die USA schauen, da sind die zwei bekanntesten Größen die Einkaufsmanager-Indizes, also von ISM, und zwar in blau der bekanntere, das ist der für die Industrie, der Manufacturing, und dann gibt es noch den für die Dienstleistungen, in grün gestrichelt, die Services. Der Services, das erinnert ein bisschen mehr an das, was wir jetzt hier in Deutschland haben, V-förmige Erholung schon seit Spätsommer gestoppt und seitdem, naja, wackelt so vor sich hin. Aber der blaue, der für die Industrie, das sieht richtig gut aus. Also das ist jetzt hier noch bis zum aktuellen Rand, geht es da richtig steil nach oben. Das Niveau ist viel höher als zum Jahresbeginn. Also hier tut sich tatsächlich was. Und das ist zumindest das Muster, dass die Industrie besser läuft
als andere Zweige. Das ist etwas, was wir nicht nur in den USA sehen. Also wir halten fest, zum einen scheint tatsächlich in den USA die Dynamik jetzt größer zu sein als in Europa, aber eben auch innerhalb der Branchen sozusagen die gute alte Industrie. Das sehen wir zum Beispiel auch in dem belgischen Indikator, die belgische Notenbank veröffentlicht da auch immer mehrere Indikatoren dieser Art, die eine gute Prognose für die Eurozone erlauben, weil Belgien sehr, sehr stark mit der gesamten Eurozone verbandelt ist. Also da sehen wir das auch, dass sich eben die Industrie viel besser entwickelt als die übrigen Branchen. Also insofern, Fazit, Vorsicht, gerade auch in Deutschland über die weitere Entwicklung. Aber es gibt durchaus eben Silberstreifen und die Verschiedenartigkeit der Entwicklungen ist eben etwas, womit wir auch in den nächsten Monaten nicht nur rechnen dürfen, sondern rechnen müssen. Und damit gebe ich auch wieder an Stefan Schrader zurück. Ja, danke sehr für die Erläuterungen. Genau, also wieder der Blick auf die Unterschiedlichkeiten der Marktentwicklung und jetzt auch mit dem Blick nach vorne. Was heißt das für Investoren und für Sie? Diese Grafik haben wir Ihnen mitgebracht. Das ist in der Rückschau eine Bestandsaufnahme und in der Vorschau logischerweise eine Prognose für die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes von China, USA, Großbritannien und Eurozone. Und das Einzige, was Sie hieraus bitte mitnehmen, weil das sehr deutlich und einfach visualisiert, wo China gewonnen hat durch die ganze Entwicklung, ist, Sie sehen bei China auf dem ersten Blick hier, na, da versuche ich mich mal wieder als Künstler, dass nach der Korrektur im Grunde genommen für China angenommen wird, dass das Wachstum sich auf altem Niveau weiter fortsetzt. China wird die einzig wirklich relevante Wirtschaftsregion der Welt sein, die dieses Jahr ein spürbares Wirtschaftswachstum haben wird. Und in den anderen Regionen, die hier genannt sind, sehen Sie, ja, es gibt eine Erholung, aber es ist nicht wirklich ein V, weil ab hier haben Sie auch diese Entwicklung, ja, aber auf viel niedrigeren Niveaus als vorher, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig vor Augen zu haben und unterstreicht ja auch, was der Dr. Klotz eben erklärt hat. Also ja, viel Zuversicht, aber auch, sagen wir mal, Enttäuschungspotenzial und auch in diesen Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung oder das Wirtschaftswachstum sieht man recht deutlich, dass China auf einem anderen Niveau taxiert wird als die anderen Regionen, ja, die sich zwar fangen, aber auf einem niedrigeren Niveau weitermachen. Hier anders dargestellt und noch konkreter und dann auch schon mit einem Hinweis auf konkrete Regionen und Prognosen. Hier haben Sie die Schätzung des Gewinnwachstums der verschiedenen Regionen für die Jahre 2020, 2021. Und die blaue Linie ist dann die Gegenüberstellung, was ich besonders schön finde und eindrucksvoll auf einen Blick zu sehen, von 19 zu 21, die Entwicklung. Und dann sehen Sie hier die USA, dieses Jahr starker Rückgang im Gewinnwachstum, also hier geht es ja um die Aktien des Landes. Nächstes Jahr Aufholeffekte und wenn wir jetzt schauen, was wir hier haben, dann sehen Sie, okay, es wird tatsächlich sogar angenommen, dass 21 etwas über 19 liegt, ja. Gleiches gilt hier für Europa mit, aber liegt, dass es drunter liegt. Großbritannien Katastrophe durch ziemlich chaotisches Corona-Management und Brexit-Nicht-Management. Was man hier aber sehr deutlich sieht, ist, und es ist, wie gesagt, eine Konsensschätzung, also repräsentativ von den Marktanalysten, dass für Japan und die Schwellenländer zwei Regionen identifiziert sind, wo es doch ein recht deutliches Gewinnwachstum auf Ebene der Aktien gibt, von 19 zu 21, also wo nächstes Jahr Überkompensationen stattfinden, also für Schwellenländer und Japan. Also hier gibt es auch sehr große Unterschiede in den Regionen und somit auch natürlich für zukünftige Investitionen unterschiedlich attraktive Investitionen. Ich habe Ihnen hier zwei Grafiken mitgebracht, die das auch nochmal schön visualisieren.
Das hier ist eine Grafik, die lesen Sie so. Der grüne Balken ist zum 30.09., da sind die Daten ermittelt worden, des Bewertungsniveaus des MSCI Emerging Market. Ja, das ist das, was hier oben steht, also eines Aktienindexes, der die globalen Emerging Markets abbildet. Und die Punkte stellen da historisch, wie viel Rendite pro Jahr hat ein Anleger gemacht, wenn er in der Vergangenheit bei einem identischen Bewertungsniveau investiert hat. Und was Sie hier schnell sehen ist, ich versuche mal ungefähr die Linie hier rüber zu ziehen, das sind ungefähr 8%. Also auf die nächsten 10 Jahre haben Investoren früher bei einem Bewertungsniveau, wie wir es jetzt am 30.09. hatten, im Schnitt 8% pro Jahr machen können in den Emerging Markets. Dazu dienen die Punkte. Und die einzelnen Punkte sind eben die jeweils rollierenden 10-Jahres-Zeiträume. Also würde ich mal sagen, durchaus attraktiv. Gründe dafür haben wir Ihnen erklärt, also in mehreren Konferenzen, aber heute ja auch schon auszugsweise, weil die Lieblingsthemen eben USA-Aktien sind, Technologie-Aktien sind und eben dieses Jahr nicht Schwellenländer-Aktien, haben wir da auch noch ganz andere Bewertungen. Diese Grafik, fangen Sie bitte mal rechts an zu schauen. Rechts ist es so, dass Sie im Grunde genommen von der Visualisierung her genau das Gleiche haben. Sie haben das für den S&P 500, das ist ein amerikanischer breiter Aktienmarktindex, der, denke ich, auch am häufigsten genutzt wird und Ihnen am geläufigsten ist. Und hier sehen Sie auch Bewertungsniveau 30. September und die bei vergleichbaren Bewertungsniveaus in der Vergangenheit erzielten 10-Jahres-Erträge. Und hier sehen Sie eben, dass Sie im besten Fall, also wenn Sie jetzt quasi, wenn wir jetzt die auf Basis der Bewertungsniveaus auf 10 Jahre nochmal den besten 10-Jahres-Zeitraum, den man in der Vergangenheit bei derartigen Bewertungen erzielen konnte, haben, liegen sie so knapp unter 5% pro Jahr Jahresertrag. Also deutlich unattraktiver. Jetzt einmal bitte nach links wechseln auf die Folie, weil das ist ein Punkt, das wissen wir alle und auch Ihre Berater aus den Gesprächen, weil im Moment die USA und Technologie sehr gut laufen, sind ja sehr viele hoffnungsvoll, dass das noch weitergeht. Und die linke Seite, die zeigt, was ich ganz aufschlussreich und schön finde, was bei den Bewertungsniveaus historisch auf Sicht von einem Jahr passiert ist. Und da sieht man, wie ich finde, sehr schön, man hat hier oben die Punkte, wo sie eben bis zu 20 und mehr Prozent Gewinn gemacht haben auf Sicht von einem Jahr. Das ist eben auch in der Vergangenheit so gewesen, dass diese gute Stimmung natürlich noch weitergetragen werden kann. Sie sehen aber eben auch, dass es historisch Korrekturen gegeben hat, die bis zu 30-35% betragen haben. Ja, also kurzfristige Investoren, also auf Hochdeutsch gesagt eher spekulative Investoren, können Glück haben und nochmal ein gutes Jahr dranhängen, wenn man das historisch Gelernte zugrunde legt, können aber auch richtig auf die Mütze kriegen. Echte Investoren, die längerfristig denken, sollten nicht mehr als 4-5% erwarten, wenn sie in den USA investieren, und zwar im besten Fall, ne? Also im besten Fall, Sie sehen hier auch, dass es Zeiträume gegeben hat, wenn wir die hier dazu zählen, wo es sogar negativ ausging, und sollten sich vielleicht eher auf Märkte wie die Schwellenländer konzentrieren, wo sie zumindest bisher noch nie unter 7-8% bei den Bewertungsniveaus auf Sicht von 10 Jahren hervorgegangen sind. Also, Zusammenfassung, ja, wir haben, was wir jetzt das erste Mal, sagen wir, in diesem Format machen, ist, dass wir Ihnen die Folien mitgebracht haben, die wir 1:1 so in unserem Investitionsbeirat erstellen. Also wir machen immer am Ende der Sitzung, die letzte war am 4. November, also vor einer Woche, machen wir eine Zusammenfassung, und die gehen wir gleich mit Ihnen durch, und da werden Sie dann auch nochmal ganz konkret hören, wie unsere Einschätzung kurz-, mittel- und eher langfristig für die einzelnen Teilmärkte sind. Als erstes gebe ich fürs Fazit und Ausblick an den Dr. Klaus. Ja, danke schön. Zunächst mal, ja, was die Staatsanleihen angeht, ich hatte ja eigentlich dieses ja fast schon widersprüchliche Mitteilung vorhin im Grunde schon geboten. Nämlich einerseits haben wir eben unglaublich niedrige Zinsen. Und man möchte ja eigentlich fast erwarten, dass es da auch mal wieder in die andere Richtung gehen sollte.
Und dazu kommt eben, dass es eben auch wirklich handfeste Gründe dafür gibt, insbesondere ja die massiv steigende Staatsverschuldung jetzt durch die ganzen Corona-Hilfen, ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit, dass die Staaten da alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Folgen von Lockdowns abzumildern. Also da spricht eigentlich klassisch alles für steigende Zinsen. Trotzdem gehen wir mal davon aus, dass mal auf Sicht sich an dem Zinsniveau nichts Nennenswertes ändern wird, weil eben die Unterstützung der Notenbanken so stark ist, dass da momentan die Marktkräfte geschwächt bis ausgehebelt sind. Das ist in den einzelnen Märkten unterschiedlich, aber gerade jetzt eben für uns besonders wichtig, natürlich im Euroraum und bei deutschen Anleihen. Also letztlich, auch wenn es mal so Sprüche gibt wie gestern und heute, langsam kletternde Zinsen kann man sich gut vorstellen, aber eben nicht wirklich so einen größeren Schlag auf Zinsniveaus, die man früher als gesund gefunden hätte. Wahrscheinlicher ist, vor allem über die Sicht der nächsten Jahre, ein allmähliches Anziehen der Inflation, vor allem wenn die unmittelbare Corona-Bedrohung vorbei ist, also sprich, wenn die Impfstoffe greifen, wenn wir eben allmählich die ganzen Maßnahmen dann abstreifen können. Das heißt, dann ist eben das ganze viele Geld in der Welt und wird dann auch eher nachfragewirksam. Das sollte dann doch einen inflationären Schub geben. Und dann werden die Zinsen da zwar mitziehen, aber eher nur eben die nominalen Zinsen. Die realen Zinsen, also sprich eben das, was man bekommt, minus die Inflation, das wird weiterhin keine Freude machen. Und in Klammern gesagt, lieber bei 0% Inflation 0% Zinsen als bei 4% Inflation 4% Zinsen, weil die 4%, die muss man auch noch versteuern und steht letztlich schlechter da als jetzt in der Nullsituation. Grundsätzlich wird die EZB auch irgendwann mal an ihre Grenzen kommen. Aber wenn wir jetzt hier geschrieben haben, Eurokrise 2.0 ante portas, dann dauert es doch noch ein bisschen, bis da wirklich an die Tür geklopft werden wird. Momentan sind die Märkte einfach beruhigt durch die Zusammenarbeit der Euro-Staaten, sodass wir zwar strukturell diese Bedrohung sehen, aber eben jetzt momentan kein Auslöser erkennbar wäre, der unmittelbar, also sprich mal auf die Sicht der nächsten 12 Monate, eine Euro-Krise wahrscheinlich machen würde. Unternehmensanleihen, das ist ja für viele Portfolio-Manager jetzt noch der Ausweg, um wenigstens noch so ein bisschen Zinsen zu bekommen. Wir haben da vor allem festgestellt, das haben wir jetzt, damit Sie nicht zu viele Folien bekommen, haben wir da nichts dazu gezeigt. Aber letztlich ist es so, dass Unternehmensanleihen jetzt ungefähr wieder auf dem Preisniveau sind wie zum Anfang des Jahres. Und die von verlässlicheren Unternehmen haben sogar eine niedrigere Rendite als Anfang des Jahres. Und das also mitten in einer heftigen Rezession, die ja insbesondere auch dazu führt, dass die Unternehmen größere Schwierigkeiten haben, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Also hier ist es ganz offenkundig, dass wir in eine Überbewertung hineingelaufen sind von Unternehmensanleihen, insbesondere für High Yield gilt das. Also im Grunde ist es so wie im Sommer, wenn schwarze Wolken aufziehen. Daraus kann ein Gewitter kommen, muss aber nicht unmittelbar. Also wir haben da auf jeden Fall ein Risiko, was Grunde, wie das so ist an Finanzmarktrisiken, eigentlich können die Investoren das quasi jederzeit realisieren. Meistens allerdings lehrt die Lebenserfahrung, dauert sowas immer länger, als man das irgendwie wahrhaben möchte. Insofern also hier eine große Warnung an der Stelle, aufmerksam zu sein, aber trotzdem ist auch hier an dem Punkt jetzt nicht so, dass so unser Ratschlag wäre, kurzfristig diese Assetklassen zu räumen. Und dann auch das noch ein Hinweis, die Welt wird immer grüner. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, eben ein der Symptome sind die Anleihenemissionen dann von Green Bonds in Deutschland, von Social Bonds auf der europäischen Ebene. Wir bekommen in 2021 auch, beginnt allmählich die EU-weite Regulierung für Sustainable Finance, also für grüne Geldanlagen. Und das wird auch gerade im Anleihenbereich eine immer stärkere Rolle spielen. Das ist ja auch so, wie Sie wahrscheinlich wissen,
dass jeder Anleger künftig sich dazu äußern soll, wie wichtig ihm Nachhaltigkeit ist. Also auch hier im Anleihenbereich daran denken, dass nachhaltige Themen im Kommen sind und dass das auch sich mal genauer damit beschäftigt, eine gute Sache ist. Und wenn ich jetzt unsere Regie richtig überblicke, dann übergebe ich jetzt wieder an Stefan Schrader zurück. Oder nee, den mache ich noch, genau. Das ist genau die Anleihenfolie. Keine Sorge, ich lese jetzt nicht alles vor, was hier steht. Daran sehen Sie aber, dass wir im Investitionsbeirat uns da doch auch um viele Details kümmern und hier natürlich nur Überschriften geben. Sie sehen hier in der Grafik, wir haben ja alle Assetklassen so zusammengefasst zu einem Überblick. Das, was ich gerade schon angedeutet habe, wir sind zwar jetzt nicht wahnsinnig optimistisch, was Ertragsaussichten für zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen für die kurze Frist, also sagen wir 6 Monate, angeht, aber wir erwarten da jetzt auch nichts Schlimmes, so wie gesagt. Aber Sie sehen eben, je länger der Ausblick wird, umso pessimistischer werden wir für die Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich, also Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit entsprechend gutem Rating. Bei High-Yield ist es so, dass wir langfristig schon positiv sind. Die Wirtschaft wird sich erholen und dann wird dann auch einfach wieder das hohe Verzinsungsniveau dieser Asset-Klasse durchschlagen. Kurzfristig ist da eben ein divergentes Bild. Wenn wir da schreiben, minus, also negativ bis positiv, dann heißt das nicht, dass wir uns nicht auf eine Meinung irgendwie hätten festlegen wollen, sondern dann heißt das, dass Unternehmen verschiedener Branchen eben einfach verschieden jetzt noch durch die nächsten krisenhaften Monate kommen werden. Und dass man mit vielen High-Yield-Anleihen gutes Geld verdienen kann, das heißt aber eben bei anderen eben auch ein großes Risiko ist, dass bis zu Zahlungsausfällen gehen kann. Und bei den Emerging-Markets-Anleihen, hier nur einfach jetzt mal so als Überschrift, um dann jetzt nicht zu viele Details zu präsentieren, genauso wie es für die Anleihen und ja auch die Währungen, der Stefan Schrader hat es vorhin dargestellt, dass die Emerging Markets, die Schwellenländer, ja strukturell immer besser dastehen, dass das aber irgendwie bei den Währungskursen sich gar nicht widerspiegelt, sondern ganz im Gegenteil, das sehen wir eben auch bei den Anleihen. Also hier ist gerade langfristig wirklich ein schönes Potenzial, mit Schwellenländeranleihen über die Jahre gutes Geld zu verdienen. Jetzt übergebe ich dann tatsächlich zurück. Vielen Dank. Genau, vor allem haben wir da auch noch reale Renditen. Ne? Sie erinnern sich vielleicht an die Folie am Anfang, über 4%, und das ist im Schnitt über alle Schwellenländer, also auch im Ist-Zustand einfach entsprechend großer Unterschied. Ja, danke Stefan. Auch von mir die Bitte, wir haben jetzt nicht das, was da drunter steht, das sind wie gesagt auch unsere Analyseergebnisse in Stichworten, was sind quasi die Pros und die Kontras für die einzelnen Märkte, aber seien Sie bitte so gut und konzentrieren sich mit mir auch auf den hell- und dunkelblauen Bereich oben, diese Matrix. Da haben wir eben diese Zeiträume, dieses kurzfristige, weil es mal gewünscht ist, und da diskutieren wir logischerweise auch drüber dieses Jahr mehr als sonst, dann eben bis 3 Jahre und über 3 Jahre hinaus. Und wie Dr. Klotz es eben auch schon sagte, dieses zum Beispiel für USA und Europa von Minus bis Doppelplus zeigt die große Bandbreite der Möglichkeiten, weil wir eben teilweise diese großen Überbewertungen haben und auch großes Enttäuschungspotenzial haben und Investoren eben gerade bei diesen liquiden Anlagen sehr schnell einfach mal Kasse machen könnten. Und dann kann es also auch wirklich schlecht laufen. Es hat sich aber gerade in den letzten Monaten, also bei der letzten Quartalskonferenz war da noch ein Doppelminus, wo jetzt das Einfache steht. Und diese Folie ist von vor einer Woche. Also das ist natürlich jetzt auch mit den Fortschritten im Impfstoffbereich auch nochmal ein sehr positiver Impuls gewesen. Ja, aber Sie sehen hier schon, das Bild hat sich positiver gestaltet im letzten Quartal, weil wir diese anfangs erläuterten Maßnahmen eben hatten. Wir haben eine Notenbank-Aussage, die wirklich sehr, sehr weitreichend ist von der amerikanischen Notenbank, dass nur die durchschnittliche Inflationsrate interessiert. Und es gab auch ein Statement, dass bis 2023 mit keinen Anpassungen gerechnet werden sollte bei den Zinsen. Also man hat wirklich eine sehr hohe Planungssicherheit, was zum Beispiel niedrige Zinsen angeht. Und das bedeutet, dass ganz viel Geld, was jetzt absehbar unverzinst oder negativ, also nach Inflation mit negativen Realzinsen angelegt ist, andere Anlagekategorien aufsuchen wird, wo man noch nominal und
real, also nach Inflation, Renditen erzielen kann. Und das bedeutet automatisch Rückenwind für zum Beispiel Anlagekategorien wie Aktienmärkte, wo eben durch laufende Dividenden und logischerweise Gewinne, die immer gemacht werden, also immer meine ich jetzt im Mittel werden im Aktienbereich immer Gewinne gemacht, das liegt auf der Hand, ja, weil Unternehmen nun mal das sind, was die Welt am Laufen hält. Und es wird immer Unternehmen geben, und zwar auch die Mehrzahl der Unternehmen, die profitabel laufen werden. Ja, vielleicht mal kurzzeitig nicht, wie dieses Jahr in vielen Teilen der Welt durch die Lockdowns und Corona als Sondereffekt, aber ansonsten liegt es in der Natur der Sache. Und deswegen sehen Sie ja auch relativ deutlich, dass, hier springe ich mal mit Ihnen in die ganz rechte Spalte, dass wir einen wirklich ziemlich positiven Ausblick für Aktienmärkte haben, fast egal, wo Sie gucken. Unsere Meinungen gehen da etwas auseinander, was die USA angeht. Logischerweise haben Sie eindrücklich dargestellt bekommen, weil dort das Bewertungsniveau einfach schon sehr, sehr hoch ist. Ja, deswegen langfristig auch 0 bis Doppelplus. Das spiegelt auch tatsächlich immer so die Meinung und Diskussionsergebnisse in unserem Siebener-Kreis wieder. Wir sind logischerweise nicht immer alle einer Meinung. Aber Sie sehen, dass im Aktienbereich wir, wie schon in den letzten Konferenzen mitgeteilt, eindeutig eine Anlagekategorie sehen, die als Gewinner aus dieser dauerhaften Niedrigzinsphase hervorgeht. Das auch nochmal ganz klar gesagt. Das ist auch eine Frage, die wir reinbekommen haben. Was bedeuten diese Niedrigzinsen übrigens für Altersvorsorge? Na, viele Altersvorsorgeprodukte bei uns Deutschen hängen eben an den Investment-Grade-Verzinsungen, die wir bekommen, also im Negativzinsbereich oder sehr, 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 sehr niedrig verzinst, wenn sie ganz lange Laufzeiten haben. Und da ist einfach kein Blumentopf mehr zu gewinnen, ja, und das auch absehbar auf Jahre nicht mehr. Also diese Hoffnung der letzten Jahre, dass die Zinsen sich vielleicht drehen und wieder steigen, die ist wirklich dieses Jahr durch die Corona-Krise und sagen wir mal, die wirtschaftlichen Schwächungen durch die Lockdown-Maßnahmen endgültig zerschlagen. Davon sollten Sie sich verabschieden und sich auch mit dem Thema beschäftigen. Im Grunde genommen sind Anlagen in Produktivkapital in Form von Aktien, Immobilien, Infrastruktur, Private Equity langfristig alternativlos, also für solche Themen wie Altersvorsorge oder einfach längerfristige Investitions- oder Sparvorgänge. Und deswegen werden die Anlagen auch gewinnen. Es gibt aber Unterschiede. Und da dann zum Abschluss mal in die kurz- bis mittelfristige Spalte, ganz klar zusammengefasst, China und Japan sind Regionen, die profitieren, ja, Emerging Markets haben deutlich mehr Potenzial, kurzfristig hier zwar Minus, weil bei Turbulenzen an den Märkten, die Sie oben sehen, hier USA und Europa, die Emerging Markets immer quasi in Kollektivhaftung mit runtergezogen werden durch diese Repatriierung des Geldes, also das Zurückholen des Geldes dorthin, wo die Investoren wohnen, mal umgangssprachlich ausgedrückt, weil man das tatsächlich auch emotional oder auch aus internen Rechtfertigungsgründen dann in solchen Situationen macht. Also wenn es jetzt nochmal turbulent werden würde und wir hätten 20% Korrektur in den USA oder Europa an den Aktienmärkten, dann würde auch erstmal Geld aus den Schwellenländern abgezogen werden. Wir sehen aber da, wie gesagt, in China durch das starke Wirtschaftswachstum und in Japan eine Ausnahmesituation und mittel- und langfristig eben auch überproportionale Gewinner in den Regionen. Ja. So, wir hatten in der letzten Quartalskonferenz waren wir auf Immobilien eingegangen, deswegen keine, sage ich mal, tiefergehende Erörterungen werden langfristig, das haben Sie aus dem, was ich eben sagte, ableiten können, tendenziell profitieren als Produktivkapital mit laufenden Erträgen aus Mieteinnahmen und kurz- und mittelfristig aber natürlich sehr, sehr heterogen Wohnen, Gewerbe und so weiter. Da haben wir letztes Mal drüber geredet. Da mache ich also jetzt für heute einen Haken hinter. Und dann haben wir den Edelmetallbereich, den wir auch beleuchten, den wir jetzt ja kurzfristig positiv gesehen haben vor einer Woche. Und auf 3-Jahres-Sicht von Minus bis Doppelplus, da sehen Sie eine größere Divergenz, aber wirklich mittel- und langfristig positiv.